also auf die Gefahr hin, dass jetzt Gegenreden nicht den gleichen Applaus kriegen, wie ich das einschätze, soll aber doch das, nicht das allerletzte Wort sein. Ja, vielen Dank. Es geht nicht um den Applaus hier, sondern mir geht es um möglichst viel Aufklärung. Und, wie gesagt, Transparenz ist ein wichtiges Thema und deswegen finde ich persönlich... Entschuldigung, Transparenz bedeutet, die Dinge möglichst so weit aufdecken zu können, wie es die Verhandlungssituation erlaubt. Nochmal, wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, inwieweit das Europäische Parlament, was Pendant der Kommission auf europäische Parlament, das Europäische Parlament, systematisch unterrichtet wird, regelmäßig unterrichtet wird. Das Gleiche, ich bin nicht der Vertreter der Bundesregierung, aber ich weiß, dass die Bundesregierung, das federführende Wirtschaftsministerium, den Bundestag unterrichtet. Vor zwei Tagen war der Chefunterhändler der Kommission, war im Deutschen Bundestag, war im Wirtschaftsausschuss vor 60 von Ihnen gewählten Volksvertretern und hat genau diese Fragen, die Sie diskutieren, die wir hier diskutieren und die Fragen, die Sie wahrscheinlich nachher noch stellen wollen und andere, beantwortet. Insofern, ich verstehe nicht diesen Vorwurf, hier wird alles geheim gehalten und hier wird nichts in die Öffentlichkeit gegangen. Wenn Sie frühere Freihandelsabkommen anschauen, dann werden Sie jetzt schon sehen, dass überhaupt die Tatsache, dass wir öffentlich gemacht hatten, wer von unserer Seite an den Verhandlungen teilnimmt, welche Verhandlungsposition. Ja, das haben wir gemacht, schaut doch auf unsere Website. Da steht drauf, wer für die Kommission im Namen der 28 Mitgliedstaaten verhandelt. Das sind die Kollegen aus. Die Inhalte ist ebenfalls dadurch informiert worden, dass zu den wichtigsten Themenfeldern unsere Ausgangsposition auf der Grundlage des Mandats auch ins Netz gestellt worden sind. Das ist eine Tatsache, können Sie gerne überprüfen. Mit diesem relativ weit offenen Ergebnis wird das Podium jetzt von mir nicht weiter befragt werden, sondern wird sich für Ihre Fragen bereit halten. Meine Bitte an Sie ist, für eine Frage kein Co-Referat voranzuschicken. Ich werde nicht so weit gehen, zu sagen, jeder muss eine kurze Frage formulieren. Es kann sein, dass eine Frage auch eine leichte Einleitung braucht, aber das darf bitte nicht ausufern. Dann sollte, wenn möglich, eine Frage am Ende stehen und für das Ganze sollten nicht mehr als, wenn es geht, 2 Minuten, manche sagen sogar 1 Minute, gebraucht werden. Ich bitte Sie also, die gleiche Disziplin zu bewahren, die Sie hier auf dem Podium erlebt haben, und sage, jetzt sind Sie mit Ihren Fragen dran. Hier vorne ist eine Dame, die ein Mikrofon braucht, glaube ich. Ja, du bist dran. Oder dieser Herr hat das Mikrofon, also den wir hier drin. Unten anschalten. Wird es möglich sein, die Rekommunisierung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu machen, ohne dass eine Entschädigungspflicht besteht? Möchte einer von Ihnen darauf antworten, sonst ist es mein Lieblingskind. Das ist schön, ja. Ich weiß auch, unsere Kollegen haben auch mit den kommunalen Spitzenverbänden vor kurzem in München zusammengesessen und über genau dieses Thema geredet. Die Themen der Daseinsvorsorge, die wird im Rahmen der TTIP-Verhandlungen nicht zur Disposition. Das ist eine relativ kurze Antwort auf Ihre Frage. Es gäbe noch eine komplexere, allgemeinere, die gebe ich aber dann erstmal doch von mir aus. In den sogenannten OECD-Kodizes ist festgelegt, wie die Standstill-Klausel funktioniert. Sie können das dort jederzeit nachlesen. Sie können auch nachlesen den Lissabon-Vertrag, den Artikel 88.10 in Cäsar, in dem Sie finden werden, dass die Unterzeichnerstaaten, also die gesamte EU, sich verpflichtet hat,
Ihre Politik, Ihre Wirtschaftspolitik in Richtung einer fortschreitenden Liberalisierung anzulegen. Eine Rückkehr zu weniger liberalisierten Formen, also ein Status quo, ist nicht mehr möglich. Aber das ist bitte eine recht komplexe Materie und werden wir hier heute bestimmt nicht zu Ende diskutieren. Ich fürchte, Herr Volkbrecht, dass hier gesetzliche Vorschriften vorliegen, die nicht ganz den optimistischen Ausblick erlauben, den Sie gegeben haben.